Ottimo, bene, adesso preparatevi, facciamo un volo all'estero per vedere che cosa succede, come agisce la distribuzione. And I ask to Mr. Goldblum to come on stage. Eccolo là, lo vedevo. Thank you. Guten Morgen zusammen. Good morning. Ist ein wunderbarer Anblick von hier oben. Und bevor ich starte, vielleicht schenken Sie mir ein Lächeln. Thank you very much. Mein Dank gilt an Virginia und an Gianni. Gianni rief mich vor 2 Monaten etwa an. Gianni, wo bist du? Rief mich vor 2 Monaten an und sagte: Mensch, Hartmut, hast du Lust, bei uns einen kleinen Speech zu halten? Da habe ich mich gefragt, was kann ich Ihnen berichten? Dann haben wir mit Virginia und Gianni verschiedene Videocalls unternommen, durchgeführt, und ich habe mich dann entschieden, Ihnen ein paar Themen zur Hagebau zu erläutern, etwas zur Marktsituation, zu den Marktteilnehmern, aber am Ende auch mit dem Fazit einen Ausblick zu geben, was können wir anders machen und was erwartet uns möglicherweise im nächsten oder im übernächsten Jahr. Deshalb mein Titel: Offroad oder Erfolgsstrategie der deutsche Baustoffhandel. Bevor ich in die Themen einsteige, vielleicht noch mal ein paar Worte zu mir. Ich werde nächstes Jahr 64 Jahre, war bis 2019 Geschäftsführer der Hagebau und bin jetzt im Unternehmen verantwortlich für das Thema Gesellschafterakquisition und Nachfolgeregelung. Und Nachfolgeregelung ist eigentlich mittlerweile eine Schlüsselaufgabe geworden, weil viele inhabergeführte Unternehmen Probleme haben, die Unternehmen an ihre Kinder weiterzugeben, weil die Kinder heute alle eine Top-Ausbildung haben, aber leider möglicherweise nicht in den Handel ihrer Eltern einsteigen wollen. Ich bin seit 25 Jahren bei der Hagebau und im Zuge dieser Tätigkeit habe ich auch ein paar Ehrenämter, so würde ich das mal nennen. Ich sitze in verschiedenen Beiräten, bin im Präsidium des deutschen Baustoffhandels, sitze im Kundenbeirat der deutschen Rockwool und bin im Aufsichtsrat der Baudatenbank, die sich mit dem Thema Datenströme befasst. Was habe ich Ihnen heute mitgebracht? Ich möchte sprechen ein bisschen über das Thema Hagebau im Überblick, die Marktsituation in Deutschland, Marktteilnehmer auf Kooperationsebene. Vielleicht ist das etwas, was auch Sie bewegt, zu sagen: Wie war der Schrumpfungsprozess in Deutschland? Wir sind mittlerweile mal von 3.500 Teilnehmern heute auf 1.500 Teilnehmer heruntergeschrumpft. Und welche Auswirkungen hat die Krise derzeit? Und ich habe mein Fazit zweigeteilt: ein erstes Fazit zum Markt und ein zweites Fazit zum Thema inhabergeführte Unternehmen. Was muss kulturell passieren, damit wir den Anforderungen der Zukunft gewachsen sind? Kommen wir zur Hagebau. Dem einen oder anderen ist die Hagebau vielleicht ein Begriff und Sie lesen das aus der Presse oder es gibt ja Südtiroler Kollegen, die auch nah an Österreich wirken und wir haben eine Niederlassung in Österreich seit vielen Jahren und insofern gibt es da vielleicht auch erste Berührungspunkte. Die Hagebau ist eine inhabergeführte Organisation. Wir haben 350 mittelständische Familienunternehmen im Einzel- und Fachhandel, die sich in der Hagebau engagieren. Das heißt, sie sind Gesellschafter des Unternehmens, die sind Eigentümer und da sind wir auch stolz drauf, dass wir das seit über 60 Jahren heute so praktizieren können. Auch im Laufe der Jahrzehnte haben wir uns entwickelt und so haben wir heute über 1.500 Standorte, sind seit 60 Jahren, seit 1964 im Baustoffhandel tätig. Wenn ich sage Baustoffhandel, inkludiert das gleichzeitig den Holz- und Fliesenhandel. Wir haben rund 6,5, ich runde das mal freundlich auf, rund 7 Milliarden Euro Zentralfakturierungsvolumen.
Da komme ich später nochmal zu. Das ist das Volumen, was wir über die Organisation abrechnen. Und wir sind seit 40 Jahren im Einzelhandel mit unseren Franchise-Organisationen, den Hagebaumärkten, im Einsatz. Auf dem Zeitstrahl abgetragen habe ich für Sie mal die wichtigsten Punkte. Sicherlich 1964 die Gründung, zu erwähnen ist dann sicherlich auch 1995 die Gründung einer Hagebau Österreich, die dann im Jahre 2012 in die Mutterorganisation überführt worden ist. Wir haben 1992 erste Spezialisierungspakete entwickelt. Und das ist vielleicht für Sie auch immer mal wieder ein Baustein, mit dem Sie sich beschäftigen. Das habe ich auch gestern aus den Gesprächen von Ihnen mitgenommen, dass es hochspezialisierte Händler gibt. Und das haben wir auch in der Hagebau. Und wir können heute sagen, diejenigen, die eine hohe Spezialisierung einsetzen, haben auch am Ende ein Stück weit besseres Betriebsergebnis als jemand, der im generalistischen Ansatz unterwegs ist. Wir haben das Thema Dachmarke im Jahre 2022 entwickelt. Wir sind im Online-Geschäft aktiv, das ist die untere Kachel im Jahre 2019, Hagebau Connect. Und das Jubiläumsjahr, und da komme ich am Ende nochmal drauf, in meinem Fazit Nummer 2, eine Zukunftsbilanz erstellt mit unseren Gesellschaften. Und in dieser Zukunftsbilanz haben wir versucht, einmal unsere Organisation, wir nennen es enkelfähig zu machen, also für die übernächste Generation unser Unternehmen auszurichten. Die Hagebau wird geführt von 4 Geschäftsbereichen. Den Vorsitz hat Jan Burg-Emden inne, der letztendlich sich auf diese Geschäftsfelder konzentriert. Daneben haben wir 2 Warenbereiche. Einmal den Einzelhandel, also dort ist das gesamte Geschäftsfeld DIY, Hagebaumarkt, Hagebau Kompakt. Hagebau Kompakt im Übrigen ist eine Vertriebslinie, die wir für Märkte bis 1500 Quadratmeter anbieten. Also wir sagen in Deutschland, einen klassischen Nahversorgerbetrieb im DIY-Franchise geführt sicherzustellen. Der zweite große Bereich ist der Fachhandel und ich habe Ihnen vorhin gesagt, diese 6,57 Milliarden Euro Zentralfakturierungsvolumen. Und wenn man in Deutschland mit den Kollegen spricht, mit den Marktteilnehmern spricht, dann wird die Hagebau oftmals in die Ecke des Einzelhändlers geschoben, weil eben halt die hohe Strahlkraft der Hagebaumarktmarke am Ende alles überstrahlt, weil der Fachhändler nicht unbedingt unter dem Brand oder dem Branding der Hagebau arbeitet. Aber vom Umsatzgewicht, damit Sie es etwas einschätzen können, von diesen 7 Milliarden Euro sind 2 Drittel im Fachhandel und 1 Drittel im Baumarkt. Und der letzte Geschäftsbereich ist der Bereich, also ich hätte jetzt mal salopp gesagt, einer muss ja das Geld zusammenhalten. Das liegt dann in der Verwaltung, in der Organisationsstruktur und da haben wir dann die entsprechenden Support-Abteilungen gebündelt. Auf dieses Chart möchte ich etwas länger eingehen, weil in diesem Chart ist abgebildet die Beteiligungen und Tochterunternehmen der Hagebau und das ist etwas, was uns am Markt attraktiv macht und auch entsprechend ausrichtet. Ich will jetzt nicht auf jedes dieser Tochterunternehmen eingehen, aber ich würde gerne einmal auf das Thema der Beratung und Beteiligungsgesellschaft eingehen. Das ist eine Unternehmen, die eine kleine, feine Einheit, die im Verborgenen arbeitet. Es gibt ja inhabergeführte Unternehmen, die am Ende sagen, okay, meine Kinder sind gut ausgebildet, wollen nicht ins Geschäft. Was mache ich jetzt mit meinem Unternehmen? Und damit wir diese Standorte nicht aus unserem Netz verlieren, haben wir mit der Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft die Möglichkeit, diese Standorte zu kaufen. Das machen wir auch vielfach, aber wir betreiben sie nicht selbst. Also wir sind dann nicht im Wettbewerb unserer Gesellschaft da, sondern ein Kaufprozess, das kennen Sie selber, vielleicht aus Ihren eigenen Erfahrungen, ist immer eine hochdiskrete Angelegenheit. Und in diesem Verkaufsprozess haben wir mit der Beteiligungsgesellschaft die Möglichkeit, schnell zu agieren, das Unternehmen vom Markt sozusagen zu nehmen und dann wieder an unsere Gesellschaft zu verkaufen. Also das sind die Prozesse, die in der Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft abgewickelt werden. Wir haben im Bereich oben links Hagebau IT, also für unsere Baumärkte bieten wir ja ein voll
eigenständiges, voll funktionsfähiges Franchise-System an. Und dieses Franchise-System wird auch mit einer eigenen Software, die sowohl im Fach- als auch im Einzelhandel eingesetzt werden kann. Rund 70-75% unseres Umsatzes laufen über eigene Software-Systeme. Auf die Logistik gehe ich gleich nochmal ein und ein Punkt, der jetzt hier nicht so in diesem Hagebau-Design aufgeführt ist, ist die Unternehmung Arena. Die Arena ist eine Organisation, die im Einzelhandel wirkt, eine reine Einkaufsgesellschaft auf internationalem Niveau, die Warenströme bündelt, im Schwerpunkt eigentlich in Fernost, aber zunehmend auch in Osteuropa und zunehmend auch für den Fachhandel. Zur Logistik. Die Hagebau betreibt 6 Logistikstandorte. Diese Logistikstandorte haben eine unglaublich lange Historie. Und bis zum Jahre 2012 waren diese Logistikstandorte immer in der jeweiligen Region im Eigentum unserer Gesellschafter. Also es gab immer Gesellschafteridentität. Man konnte nur im Zentrallager Gesellschafter werden, wenn man auch in der Hagebau-Soltau Gesellschafter wurde. Diese Organisationen haben ein Eigenleben entwickelt, eigene Geschäftsführung, eigene Beiräte. So, dann haben wir immer den gleichen Druckpunkt gehabt. Die Hagebau-Soltau sagt, wir machen mit Lieferant A, und die Zentralliga haben gesagt, nee, Lieferant A funktioniert nicht so, wir nehmen Lieferant B. Und schon war unsere Lieferantenstrategie obsolet. Daraufhin haben wir entschieden, die Zentralliga zu kaufen. Wir haben dann unseren Gesellschaftern die Zentralliga abgekauft und haben dann daraus ein nationales Logistikkonzept entwickelt. Und Sie sehen auf dem Chart in Walsrode, das ist das neueste Zentrallager. Und ich kann Sie wirklich, und das meine ich jetzt auch an alle gerichtet, wenn Sie mal Lust haben und auf dem Weg, vielleicht kommt ja einer von Ihnen mal auf die Idee, nach Hamburg oder nach Sylt in den Urlaub zu fahren, fahren Sie zwangsläufig dran vorbei. Also rufen Sie an und wir können uns gerne einmal eines solcher Lager anschauen. Walsrode ist im Schwerpunkt unser Importlager. Dort nehmen wir die Importware, die aus Fernost, aus Asien, über Rotterdam oder Hamburg angeliefert wird für die Baumärkte und verteilen aus Walsrode heraus die Importware auf die Standorte. Die anderen Lager haben eine logistische Funktion und diese Lager sind mit einem relativ hohen Service-Level ausgestattet. Es gibt einen Webshop, wo alle Artikel in allen Lagern aufgeführt sind. Und egal, ob Sie im Süden in München oder oben im Norden in Flensburg sitzen, Sie als Gesellschafter haben Zugriff auf alle Sortimente in den Lagern und es wird dann entsprechend verfrachtet und zu Ihnen an Ihren Standorten gebracht. Bei diesem Chart habe ich gezuckt, ob ich Ihnen das zeigen soll. Ich hatte das in dem Videocall mit Virginia und mit Gianni, haben wir darüber diskutiert, als wir über das Thema Zahlungsströme gesprochen haben und als wir über das Thema Zentralregulierung und Zentralfaktorierung gesprochen haben. Und das war etwas, was beide mich dann haben mich animiert und sagen, Mensch, komm, zeig das, das ist gut. Also ich will Sie jetzt nicht langweilen mit einer wirklich statischen Formation, wie unser Geschäftsmodell funktioniert. Aber der Unterschied zwischen Zentralregulierung und Zentralfaktorierung ist, dass ein Zentralfaktorierer Eigentümer der Ware ist. Das heißt, wir kaufen die Ware und verkaufen sie an unsere Gesellschafter. Also zeitgleich, rechnungsgleich, da wird keine Rechnung aufgeschlagen und unsere Gesellschafter genießen ein nach oben offenes Bestelllimit. Also ist nicht reglementiert, dass der eine bis 100.000, der nächste bis 5 Millionen kaufen darf, ist es offen. Wir haben natürlich damit ein sehr, sehr enges Controlling-System und auch vor allen Dingen ein entsprechendes Sicherheitssystem, was durch die Gesellschafter abgebildet werden muss. Kommen wir zur Marktsituation in Deutschland. Die ist, gelinde gesagt, eine Katastrophe. Gestern wurde ich gefragt, hör mal, wie geht denn das im Jahr 2025 weiter? Und da habe ich gesagt, es ist ganz einfach, die Pipeline ist leer. Es ist nichts da. Und ich möchte Sie so ein bisschen mal abholen über die Berg- und Talfahrt, die wir derzeit durchmachen. Ich spare mir jetzt die Kommentare zu politischen Rahmenparameter, die eigentlich hätten besser sein müssen. Ich denke, das kann man nachlesen, aber sehen Sie meinen Pointer?
diese Spitze, also rot ist Baufertigstellung und schwarze die Baugenehmigung. Und wir sind ja hier im Jahr 92, 93, 95, das ist also die Wiedervereinigung, ist gerade mal 4, 5 Jahre da. Wir hatten eine apokalyptisch gute Sonderabschreibung und das hat zu dieser unglaublichen Spitze geführt. Dann kam der lange Fall runter. Also hier im Jahre 2000, was ist denn das da, 2000, dann gab es hier nochmal einen kleinen Peak, da wurde die Eigenheimzulage gestrichen, das hat nochmal dazu geführt und dann sind wir im Grunde genommen jetzt an dem Punkt, wo wir uns wieder auf dem Niveau bewegen, dass wir hier 300.000 Wohnungen war das Ziel unserer Regierung und wir sind jetzt, pendeln uns hier auf dem Niveau ein. Also es ist eigentlich dramatisch und am Ende das Volumen in Deutschland beläuft sich auf rund 570 Milliarden Euro. Von diesem Bauvolumen sind 57% Anteil im Wohnungsbau. Also der Wohnungsbau ist doch dann der deutlich stärkere Part. Und wenn man den Wohnungsbau wieder aufteilt, dann gibt es zwei wesentliche Stränge. Das eine ist der Neubau und das andere ist die Modernisierung. Und in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt, so muss man es eigentlich sagen, nach der Lehman-Krise, war es so, dass der Neubau einen unglaublich starken Einfluss hatte auf die Marktsituation. Weil Neubau, meine Damen und Herren, ist einfach. Da ist das Baufeld abgezeichnet, dann können Sie Ihren Marktanteil aus der Region entnehmen und wissen, okay, mit so und so viel Prozent bin ich dabei. Modernisierung ist die Kunst des Verkaufens und ist die Kunst der Service-Situation. Weil die Modernisierung, da steht nicht auf der Stirn geschrieben, ich möchte ein neues Badezimmer oder ich möchte mein Dachgeschoss ausbauen, sondern das ist etwas, wo Sie als Unternehmen Ihre Strahlkraft entwickeln müssen, dass jemand sagt, Mensch, wenn ich ein neues Badezimmer benötige, dann gehe ich zu einem Hagebaugesellschafter. Und das ist dann die hohe Kunst. Und die Modernisierung wird noch getrieben durch einen zweiten Punkt, nämlich die Investitionszurückhaltung der privaten Haushalte. Durch die schwere globale Gemengelage, die depressive Stimmung, halten auch viele mit ihren Ausgaben, halten viele das Geld zurück, um dann am Ende auf der sicheren Seite zu sein. Wenn man auf die Wirtschaft guckt, und daran kann man auch wirklich die hohe Temperatur der Anspannung ablesen. Vor etwa 6, 8 Wochen, ich weiß nicht, ob das hier durch die Presse ging, hat Volkswagen beschlossen, möglicherweise als Antwort auf die hohe Gewerkschaftsforderung einzelne Werke zu schließen. Riesenaufschrei in der Republik und die Politiker sind reihenweise zu den Volkswagen-Werken gekommen. Und das ist eigentlich eine so bittere Wahrnehmung für den Mittelstand. Weil am Ende, wenn man auf diese Zahlen guckt, Sie haben links 4,1 Millionen Beschäftigte in der Automobilindustrie und 4,5 Millionen Beschäftigte im Baustoffhandel, in der Baubranche. So, und das Gleiche geht auch in der Wertschöpfung. Also, aber die Wertschöpfung im Bau findet immer lokal statt. Nicht? Der Elbtunnel wird in Hamburg gebaut, die Hafen City wird in Hamburg gebaut, der Stuttgart 21 wird in Stuttgart gebaut. Aber die Autos werden aus verschiedenen Komponenten, aus verschiedenen Ländern zusammengefahren. Und das ist eigentlich das Bittere, dass der Mittelstand am Ende bei solchen Situationen oftmals hinten runterfällt und die Optik der Politik, die Strahlkraft der Minister, Publicity getrieben, auf die einzelnen großen Marken abstrahlt. Verlassen wir ein Stück weit den Markt und die Marktsituation, sondern betrachten wir einmal die Marktsituation in Deutschland und die Marktteilnehmer vor allen Dingen. Ich will gar nicht auf die einzelnen Themenfelder eingehen. Ich habe es Ihnen ein wenig abgetragen, dass man gesagt hat, wir haben relativ zwei große Player, das ist die Hagebau und die Eurobaustoff, die in etwa ähnliche Geschäftsmodelle haben. Die Eurobaustoff hat nicht so eine Systematisierung im Einzelhandel, hat bei der Logistik eigene Lager, aber nicht im Eigentum der Kopforganisation. Dann haben wir die BayWa, ich glaube, da findet gerade der Restrukturierungsprozess statt. Dann gibt es einen großen Block an einzelhandelsgetriebenen Einheiten, wobei da gibt es 2, 3 kleine Player. Die Bauvista macht auch Fachhandel und nicht nur Einzelhandel. Dann haben wir eine hohe
Kooperationsdichte im Bereich Holz, also Holzring, Holzland und ZEG, während ja eure Baustoff und Hagebau, also nur mal, um das einzusortieren, unser Einkaufsvolumen im Holzbereich liegt bei 1 Milliarde Euro. Also auch wir haben einen nennenswerten Anteil im Holzbereich mit auch wirklich führenden Gesellschaften wie Klopferholz, Becher. Das sind große Holzhändler, die sich innerhalb der Hagebau engagieren. Dann gibt es, klar, Stark, anders vielleicht besser bekannt unter Rabkarcher, ist heute ein Konzern. Und dann gibt es noch ein paar kleinere Spezialkooperationen im Bereich Trockenbau und im Bereich Maler. Das ist in etwa die Kooperationslandschaft in Deutschland, wenn man sich mit seinen auf Kooperationsebene mit den Marktplayern auseinandersetzen will. Wenn man jetzt das zusammenfasst, Marktteilnehmer, die entsprechenden Auswirkungen der Krise, was hat das für Folgen? Und das möchte ich Ihnen einfach hier nochmal zeigen. Wir nehmen mal, ich will jetzt nicht vor Corona anfangen, aber fangen wir mal mit Corona an. Corona war für viele am Anfang die große unbekannte Glaskugel. Ich weiß noch, wir haben, ich glaube, in der ersten Woche, als so diese ganzen Lockdown-Phasen an, haben wir Liquiditätsprogramme für unsere Gesellschafter geschrieben, weil wir gesagt haben, jetzt kommt was auf uns zu. Aber am Ende war Corona, ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber in Deutschland war Corona ein echter Booster für die Branche. Das war unglaublich. Wir haben Betriebe gehabt, wo wir Nachfolgeprobleme haben und wo wir schon immer wieder im Dialog sind mit den Inhabern und die sagen, Mensch, Goldboom. Was willst du von mir? Ich habe noch nie so viel Geld verdient wie in dieser Corona-Zeit. Heute bereut er den Schritt, dass er es nicht gemacht hat, aber das ist halt so. So, dann kam das ganze Thema Energie und Ukraine-Krieg und das führt natürlich zu einem unglaublichen Druck auf allen Seiten. Und aus den Gesprächen mit Ihnen zum Teil stelle ich ja fest, dass eben halt auch Sie mir bestätigt haben, dass eben halt Ware aus den Nachbarländern hier nach Italien gefahren werden, weil eben halt die entsprechende Drucksituation in den Heimatländern so groß ist, dass der Absatz nicht mehr funktioniert. So, jetzt bin ich auch gleich durch und gucke hier so ein bisschen, die Uhr läuft mit. Also ich bin just in time, hatte ich gesagt. Fazit 1, bezogen auf den Markt, glaube ich, kann man sagen, dass der Wohnungsbau so gesamtwirtschaftlich ist für eine Volkswirtschaft, dass das elementare Auswirkungen hat. Das zeige ich Ihnen gleich. Also wir haben die Krise im Bau, wir haben die Nachfragesituation bei den Arbeitskräften, also die demografische Entwicklung läuft kontraproduktiv zu dieser Situation, die wir eigentlich benötigen. Und auch Wachstumsbremse sind Treibhausgase, weil man im Grunde genommen regulativ so überpaced in bestimmten Fällen, dass das am Ende auch ein echter Wachstumshemmschuh ist. Aus der Hagebau heraus, mit den 350 Inhabern, haben wir mit anderen Marktteilnehmern eine Kampagne aus dem Boden gestampft, die nennt sich Baustau auflösen. Können Sie auch im Netz nachschauen. Also, und aus diesem Baustau auflösen haben wir mal aufgezeigt und ermittelt, was es bedeutet, wenn wir weiter auf diesen Prozess der nicht vorhandenen Produktion von Wohnungen, mal abgesehen von der volkswirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Dimension und Sprengstoff, der da drin steckt, was es aber auch wirtschaftlich für eine Volkswirtschaft bedeutet. In Deutschland fehlen mittlerweile über 700.000 Wohnungen. Die Baukrise bringt über 300.000 Arbeitsplätze in Gefahr. Es fehlen durch die nicht vorhandene Wertschöpfung, durch die nicht vorhandene Produktion rund 25 Milliarden Steuereinnahmen und am Ende ist auch das Wachstum massiv durch einen nicht vorhandenen Bau gefährdet. Kommen wir zum Fazit 2 und zum Schluss. Und dieses Fazit hätte ich Ihnen eigentlich gar nicht, eigentlich wäre das jetzt meine letzte Folie gewesen, aber aus dem Videocall mit Gianni und Virginia kam auch nochmal bei Ihnen, oder wurde mir nochmal suggeriert zu sagen, Mensch, das Thema Nachfolgesituation, die Unternehmen fit machen für die nächste Generation, das ist eine der größten Herausforderungen, die die Inhaber heute zu stemmen haben. Und dann habe ich ein bisschen berichtet, was ich heute mache. Und als ich 2019, also eigentlich so Anfang 2019, Ende 2018, unseren Aufsichtsrat gebeten habe, ich will eigentlich nicht mehr Geschäftsführer sein, sondern möchte mich um andere Themen kümmern,
Das war eine schwierige Situation, weil sowas gab es innerhalb der Hagebau noch nicht, dass ein Geschäftsführer sagt, ich will nicht mehr Geschäftsführer sein, aber möchte gleichzeitig weiter im Unternehmen arbeiten. So, und dann habe ich ein bisschen, die haben ein bisschen gebraucht, ich habe ein bisschen gebraucht. Dann haben wir uns, habe ich denen nochmal aufgezeigt, von den 350 inhabergeführten Unternehmen haben etwa 100 bis 120 keine Nachfolge, keine geregelte Nachfolge. Und das ist eine echte Achillesferse für die Organisation. Und das, meine Damen und Herren, ist heute eigentlich eine der Schlüsselaufgaben. Das kann man natürlich auffangen durch neue Akquisitionen. Wir haben jetzt gerade eine große Akquisition abgeschlossen. Das ZDB, vielleicht dem einen oder anderen bekannt, ist zum 1.1. Gesellschafter der Hagebau geworden. So, aber am Ende hilft es ja nichts, wenn Sie vorne wieder was hineinschütten und unten sterben Ihnen oder verlieren Sie Unternehmen, weil die Nachfolge nicht geregelt ist. Und das ist etwas... Und da sage ich, das sind ja Tätigkeiten, die gibt es ja auf dem Papier nicht. Und ich habe aus den über 30 Jahren Erfahrung in mittelständischen Unternehmen eigentlich, Berufung gefunden wäre der falsche Begriff. Aber am Ende geht es ja immer darum, wenn Sie als Unternehmer sich mit Ihrer Nachfolge beschäftigen, und da haben wir heute festgestellt, das sollte spätestens mit 55 der jetzigen Inhaber der Fall sein, dass man sich darüber einigt und im Klaren wird, wie geht Nachfolge? Und Nachfolge fällt nicht vom Himmel. Das muss gemanagt werden. Und wenn Sie mich fragen, meine Damen und Herren, die Königsdisziplin des Inhabers ist immer seine Nachfolge. So, was heißt das? Sie kennen das alle. Die haben eine Kultur, sie haben eine Strategie. Aber wir haben eigentlich festgestellt, dass diese Lehrbuchmethode, die Struktur folgt der Strategie, eigentlich komplett nicht mehr funktioniert. Ehrlich gesagt, die Kultur frisst die Strategie zum Frühstück, weil sie heute neue Menschen im Unternehmen haben. Sie haben nach Corona noch ein ganz anderes Verhältnis zur Arbeitswelt bekommen. Also dieses, in Deutschland würde man sagen, 9-to-5, oder das funktioniert einfach nicht mehr. Sie brauchen heute neue Modelle und das heißt, dass sie sich unglaublich, und das meine ich mit dem Thema Enkelfit und Zukunftsstrategie der Hagebau, Sie müssen sich mit diesen Prozessen, also Sie müssen gar nichts, aber man sollte sich mit diesen Prozessen auseinandersetzen. So, und das spielt natürlich auch in den Anforderungen des Marktes eine Rolle. Also die traditionelle Art ist im Grunde genommen, ich will nicht sagen out, aber man muss wirklich sich immer damit auseinandersetzen, wie kann ich zukünftig mein Unternehmen erfolgreich positionieren und will ich das am Ende auch und welche Schritte sind dafür notwendig. So, und am Ende geht's, und hier lief ja vorhin auch ein toller Videoclip mit dem Thema Datentechnik, am Ende, meistens sind wir als Handel doch vorne im Verkaufspreis limitiert. Was wir beeinflussen können, sind doch Prozesse, sind Beziehungsebenen, ist Empathie, sind Service-Elemente. Und aus Handelssicht heute bezogen auf die nächsten Jahre muss doch der gemeinsame Ansatz sein, auch mit der Industrie, am Ende die Wertschöpfungskette neu zu entwickeln, neu zu denken. Also wir kommen auf, allein durch die Demografie, die uns treffen wird, brauchen wir andere Verfahren der Herstellung und wir werden einfach zwischen traditioneller Bauweise und moderner Bauweise immer wieder über viele Jahre einen Switch haben. Man wird nicht sagen, das eine ist weg und das andere kommt, aber man wird in beiden Welten unterwegs sein. Und deshalb wäre unsere Empfehlung immer zu sagen, schaffen Sie coole Prozesse, schaffen Sie schnelle Prozesse und der effizienteste Prozess ist der mit den geringsten variablen Kosten. Das ist mein letztes Chart. Was will ich Ihnen damit sagen? Denken Sie durchaus, und das meine ich mit Offroad oder Erfolgsstrategie, ich glaube, man muss einfach viele Dinge heute zulassen, die man früher eigentlich eher kritisch gesehen hat. Aber wir wissen einfach heute, dass am Ende es ja darauf ankommt, in Ihrer Region, in Ihrem Kosmos, in dem Sie tätig sind, zu sagen, versuchen Sie zu antizipieren, wie in den nächsten Jahren die Geschäftsmodelle funktionieren. Wer ist Entscheidungsträger? Ich habe weniger Leute, ich habe schlecht ausgebildete Leute. Wie kann ich den Prozess beeinflussen? Und das ist, glaube ich, am Ende eine der entscheidenden Botschaften. Und ich glaube, der Sport gibt uns da viele Möglichkeiten. Und Sie haben es an meinem Alter gesehen, ich bin ein Kind der 60er. Und wenn man das mit dem Fußball nimmt oder mit dem Tennis, es gibt Leistungssportler, haben immer eins gemeinsam, die konnten unglaublich die Spielzüge des Gegners antizipieren und damit haben sie
ich würde sagen, aus deutscher Sicht haben sie einen unglaublichen italienischen Fußballspieler, das ist Dino Zoff, der konnte auch die Schüsse seiner Gegner antizipieren und hat daher so lange und so erfolgreich gespielt. Wir sehen uns gleich noch bei der Podiumsdiskussion. Sie haben meine Kontaktdaten hier, wenn Sie zwischendurch das Bedürfnis haben oder einfach nochmal Fragen zu dem Vortrag haben. Ich weiß nicht, Virginia, ob der verschickt wird, ob der verteilt wird. Also ich hätte damit keine Probleme. Ansonsten, wenn Sie auch den direkten Kontakt suchen möchten, freue ich mich sehr. Und ich fühle mich sehr geehrt, heute hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. Auch wenn ich es am Anfang etwas kritisch gesehen habe, aber ihr habt mich gut überzeugt. Und ich muss sagen, das ist, wenn ich jetzt so in die Augen schaue, und das habe ich gesehen an Ihren Reaktionen. Sie sind knapp 30 Minuten bei mir geblieben. Danke dafür. Vielen Dank. Viel Erfolg. Alles Gute.